Wir müssen jetzt sehr behutsam in der Wahl unserer Worte sein, sagt die Kanzlerin. Sonst wird die Situation nur immer schlimmer. Aber dieser Rösler bleibt dabei. Wir müssen noch in diesem Jahr mit Weihnachten rechnen. Er könne sich ein geordnetes Weihnachten vorstellen. Na, das hat natürlich einen Aufschrei gegeben. Schäuble hat den Rösler sofort einen Brandbeschleuniger genannt. Wahrscheinlich einen Tannenbaum-Brandbeschleuniger. An Weihnachten, hat die Merkel wieder ermahnt, an Weihnachten dürfen wir noch nicht einmal denken. Aber der Rösler wieder, Denkverbote darf es nicht geben. Und er habe sogar als kleiner Junge schon ab August immer nur an Weihnachten gedacht und wie es geordnet ablaufen könnte. Darüber empört sich nun wieder der Parlamentsabgeordnete Altmaier. Jetzt von Weihnachten zu reden, ist einfach unverantwortlich. Das bedeutet, dass Rösler mit seinem Gerede Weihnachten geradezu herbeiredet. Und dann wieder aus dem Merkel-Lager, Steffen Seibert, Ahnungslosigkeit und Populismus. Wenn der deutsche Wirtschaftsminister jetzt über Weihnachten schwadroniert, das ist geeignet, die Stabilität des Euros zu gefährden. Wirtschaftsprofessor Hans-Theodor Klugschätzer ereiferte sich in der Talkshow: Man muss Gerüchte nur oft genug wiederholen, dann werden sie wahr. Jeder, der jetzt das Gerücht Weihnachten kommt in die Welt setzt, ist mitschuldig, wenn Weihnachten dann tatsächlich kommt. Und dazu meine Frau: Ich weiß genau, Weihnachten gehen wir wieder pleite. Mein Gott, ich mach gar nicht dran denken.